Und auch herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Alpha 18. Direkt mit dem ersten Zombie. Kaum bin ich hier, hab schon Besuch bekommen. In meine geilen Zelle hier. Okay. Schauen wir mal, Essen haben wir fertig gemacht soweit. Geht's ja weiter mit der Folge 3. Neviskane Alpha 18. B143 ist das noch, bis jetzt noch. Noch gab es kein Update. Wir haben heute Tag 1 noch, 22 Uhr 27. Ja, warum dauert das so lang? Ich habe die Zeit auf 120 Minuten gestellt, damit es ein bisschen, na, damit man ein bisschen was zum Spielen hat. Ich bin sehr, sehr stark, soweit ich sehen kann, hier ramponiert. Muss ich einmal dieses Klopapier hier mir auf meinem Arm kleben, damit ich mich heilen kann. So, was hatten wir gemacht? Wir hatten uns hier eine Kiste gebaut, uns hier verbarrikadiert in der Polizeistation. Und ich versuche mich gerade irgendwie zu heilen. So, vielleicht habe ich noch ein paar, das ist gut. Und zwar gehe ich jetzt erstmal am besten hier ein bisschen looten. Weil es ist, obwohl es ist jetzt Mitternacht, ne? Trotzdem gehe ich erstmal looten. Gut, den kann ich nicht reparieren. Aber den habe ich zumindest ein paar Schuss und ein Scope habe ich für den Jagdgewehr. Das ist schon mal etwas. Essen, trinken habe ich auch gut. Damit können wir uns höchstwahrscheinlich ein bisschen hochheilen. Tabletten habe ich keine mehr gehabt, ne? Habe ich keine. Aber dafür ein Antibiotika. Und einen Honig habe ich auch, falls ich mich irgendwie infizieren sollte. Immerhin habe ich noch 155 Schuss 9mm Patronen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Pistole finde oder so, wäre es nicht mal so schlecht. Den AK habe ich ja gleich in meinem ersten Loot drin gehabt. Das war natürlich top. Eisen kann ich jetzt hier lassen, den Krug hier auch. 37 haben wir. Schauen wir mal, haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, Wasser zu holen? Nein, ich muss draußen Schnee holen, wenn schon. Na, auf jeden Fall würde ich sagen, ich gehe mal und versuche, ob ich hier schon ein bisschen looten kann über die Nacht. Müsste gehen, wenn wir ganz vorsichtig sind. Eine Taschenlampe habe ich. Einen da, auf jeden Fall. So. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Frames herstellen zur Sicherheit, falls ich irgendwie es brauchen sollte, dass sie parat sind. Und das stelle ich einfach mal jetzt hier hin. Und das kann ich dann auch hier lassen. Und die Steine auch. Eigentlich das hier auch. Gut. Würde ich sagen, ganz vorsichtig los. Oh, da ist wohl ein Bug. Sobald man versucht, das Licht einzuschalten, kommt natürlich die Konsole. Würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Hier ist abgeschlossen. Ist da jemand? Sieht nicht so aus. Wir mal ganz, ganz, ganz vorsichtig schon mal hier. Bis jetzt ist hier noch kein Zombie, soweit ich sehen kann. Läuft was. Da war früher eine Ecke in Safe.
geschlossen und abgeschlossen. Versuchen wir es mal hier. Hoffen, dass sie uns nicht hören. Irgendwas hat uns gehört. Viel zu laut. Ich will leise sein. Ich mache zu viel Krach, ne? Okay, sieht so aus, als wäre hier niemand. Zum Schleichen. Nur leere Krüge hier. Bisschen Eisen. Habe ich beim Lucky Looter noch keine Punkte reingemacht? Ich habe keine Punkte mehr. Ja, sollte ich dringend einen reinhauen beim nächsten. Bei dem nächsten Punkt, was ich bekomme. Okay. Trotzdem leise hier weiter. Er hat mich gehört. Sehen. Oh, scheiße, leiser. Da läuft er. Okay, der hatte Schlangen gehört, aber hat es nicht gemerkt, dass ich hier drin bin. Ich muss einfach mich leise verhalten. Ich glaube, der kann. Er hat noch nicht ganz mitgekriegt, wo ich bin. Der hört mich zwar. Ich glaube, der weiß nicht, wo ich genau bin. Deswegen versuche ich nicht auch reinzukommen. Das ist schon mal ein Vorteil für mich.
Okay, da ist einer. Ups, ich glaube, ich habe keine Pfeile, ne? Ein einziger Pfeil. Wenn ich jetzt schieße, wecke ich alle auf. Gut, ich muss riskieren. Jetzt habe ich alle geweckt. Okay, jetzt haben wir die ganze Polizeistation geweckt. Ich glaube, hier schläft keiner mehr. Okay, kommen die Schneezombies. Wow. Was anderes blieb mir jetzt nicht mehr übrig. Außer zu schießen. Keine Steine mitgenommen, verdammt. Vielleicht gibt es hier Munition für mich. Freundchen, wo kommst du denn her? Puh, und der hat mich infiziert. Mit dem ersten Schlag. Komm, hier noch ein bisschen 7-6 Scheiße. Falsche Munition. War hier nicht mal was versteckt früher? Nein. Okay, anscheinend nicht. Ich mach plus eins. Habe ich keinen Muni mehr. Ob das der letzte war jetzt? Boah. Ich hoffe, dass es der letzte war. Sonst wird es ein bisschen knapp. Schmeißen wir mal das, was wir jetzt extra hier raus. Nochmal ein bisschen Maß, nicht schlecht. Auto-Turret ist auch nicht schlecht. Als Stein nehme ich mit. Nägel lass mal hier. Wir können hier schon mal ein bisschen Munition machen für diesen Turret. Ja, machen wir mal 100.
und nehme den hier mit. Um sicher zu sein. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch alle gekillt schon. Dürfte ich eigentlich meine Ruhe haben jetzt. Sieht ganz so aus, ne? Kann man ganz gemütlich looten jetzt. Da haben wir schon... Der hier muss jetzt freigemacht werden. Das machen wir jetzt einfach ganz leise. Mist, ich hätte den Honig gleich einnehmen sollen. Ich habe doch Honig gehabt unten und Antibiotika. Ich glaube, nach dem Safe gehe ich erstmal. Ne, ich gehe lieber zuerst runter. Solange wir die 5% nicht erreicht haben, macht es Sinn, mit Honig die Infektion zu heilen. Vielleicht brauchen wir unser Antibiotika noch später. Ich weiß nicht, ob ich nochmal was finde auf die Schnelle. Ist besser. Dann ist die Infektion nämlich auch gleich weg. Und weiter. Ich hoffe mal hier, dass hier was Anständiges jetzt rauskommt. In der Regel eine Polizeistation und Safe müsste dann eigentlich cooles Zeug drin sein. Was ist jetzt los? Mein Steinaxe ist kaputt. Und das lade ich mal. Falls irgendwelche Zombies kommen sollten. Sozusagen mein Alarmsystem. Komm schon, mach schon auf. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein Flop wird wie in dieser Bauernhof, wo ich die ganze Zeit geklopft habe. Da war nur so ein Schlagring drin, also nur Schrott drin gewesen, 2 oder 3 Teile. Aber das war ein richtiger Flop. Ich hoffe mal, dass diesmal bisschen was Besseres ist. So ein Stahlspitzhacke wäre nicht schlecht. Auch wenn es nur ein 1er ist, wäre mir auch egal. Könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Gut, über die Nacht kann man eh nicht viel machen. Dann ist es natürlich okay, so ein Safe aufzuklopfen.
haben wir ja bald. Sind wir schon unter 1000. Da müsste eigentlich schon schneller gehen. Wie viel passen da rein? 100 hatte ich genau. Das heißt 59, okay. Komische Zahl. Entweder brauche ich eine Pistole oder mehr 762er. Am besten mehr 762 und eine Pistole. Das wäre natürlich ideal. Dann schauen wir mal. Weder noch. Die Munition nochmal. So optimal. Ehrlich gesagt habe ich was Besseres erwartet. Das Leder kann man mitnehmen, ne? Leder kann man mal gebrauchen. Da kommt noch weniger Leder raus als Holz. Okay, das war ein bisschen arg wenig. 6 Leder nur. Naja, so coolen Loot habe ich bis jetzt hier drin nicht gehabt. Für eine Polizeistation ist schon ein bisschen wenig. Mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Zombie drin ist. Okay, sieht mal nicht so aus. Ein bisschen Holz. Noch mehr 9mm. Ich brauche echt dringend eine Pistole, ne? Eine Pistole wäre jetzt langsam echt cool. Da habe ich genug Munition dafür. Shit. Kein Muni mehr, Mist. Nein, nein. Voll daneben. Ach, nochmal daneben. Das habe ich, glaube ich, gehört. Wieder daneben. Naja, irgendwie ist mit dem Bogen klappt nicht mehr wie früher. In dem Augenblick springt er, ich glaub's nicht. Hallo? Schieß ich drüber oder was? Kann es sein, dass ich so arg daneben schieße? Einen Treffer habe ich. Ich glaube, das war es dann auch schon. Verdammt. Mistviech. Das war ein Flop. Machen wir so für unser Screenshot. Oh, da ist noch ein Reh.
Treffer. Daneben. Sehr gut. Der war jetzt sehr gut. Das war jetzt super, dass er hier reingegangen ist. Da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. Wo ist denn mein Messer? Oh, ich hab mein Messer oben. Schnell Messer holen. Ne, unten. Der ist unten. Der ist hier. Messer, 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 Messer hier. Das Fleisch holen wir uns auf jeden Fall. Ist uns entwischt, aber den anderen haben wir gekriegt. Oh ja, den haben wir bekommen. Gut. Würde ich sagen, brate ich das auch gleich ab hier. Dann ist es zum Verzehr bereit. Dann habe ich erstmal für eine Weile kein großes Problem mit Essen und Trinken. Zumindest für eine kurze Weile. Gegrilltes Fleisch, lecker. So, wie sieht es aus mit Wasser? 104, da kann man auch ruhig ein bisschen rein. Muss ich nachher noch schauen, dass ich irgendwo Wasser besorge. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt nicht brauchen. Da sind 6 Töpfe drin. Zerlegen wir erstmal den ganzen Mist, was jetzt nicht benötigt wird. Das kann zerlegt werden, das kann zerlegt werden. Noch zerlegen. Das kann man nachher da lassen, ist unwichtig. Das geht nachher auf jeden Fall mit. So. So, sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Die stecken nachher mit meinen Töpfe. Hier habe ich nochmal 11 Schuss, das ist gut. Da habe ich noch ein bisschen Fleisch drin. Ein Ei. Wie viel brauche ich denn für so einen Schinkenspeck? 5 Fleisch. Und 3 habe ich nur. Das würde heißen, mit 3 Fleisch kann ich gar nichts anfangen. Ja, sieht ganz so aus. Das sieht ganz so aus. So, 2 Bier habe ich, einen Kaffee. Was haben wir noch Schönes? Brauchen wir alles nicht? Okay. Ich glaube, hier habe ich alles gelootet. Dass jetzt hier nichts mehr ist. Hier hinten waren, glaube ich, noch. Ja, da sind noch Schränke. Ein paar Dosen. Der ist offen, da ist nichts mehr. Hier dahinter habe ich noch nicht geschaut. Das ist das letzte, glaube ich, was noch offen ist. Und ich kann da nicht rein, weil... Aber ich glaube, da ist auch nichts, ne? Steine. Kurz reparieren. Habe ich doch dabei. Habe ich doch hier. Ich schmeiß mal das Zeug hier rein.
wenigstens. Sind wir da nicht umsonst hergekommen. Nächster Raum. Ich schau mal rein. Vielleicht ist doch noch irgendwas dahinter. Wer weiß. Und auf der anderen Seite war auch nochmal so ein. Ich glaube, da war bei irgendeinem Safe dahinter. Ein kleines. Hier war es anscheinend nicht. Dann ist bei dem anderen der Safe. Hier. Auch kein Safe mehr. Okay, haben sie wohl entfernt. Ich glaube auch, das war sowieso auf der Seite hier. Irgendwo hier war ein verstecktes Safe. Doch, der war hier. Haben sie entfernt, der war hier drin. Gut, dann haben wir halt keinen mehr. Hier habe ich alles gelootet, passt soweit. Hier auch. Dann packen wir unsere 7 Sachen. Und bereiten uns vor Aufbruch. Oder vielleicht lasse ich das Zeug alles mal hier und laufe so rüber. Wäre sogar ein bisschen klüger. Das wäre sogar klüger. Wir nehmen nur mit, was wir brauchen. Das heißt, ich nehme mal 10 Fleisch und das Wasser mit und die Krüge. Die Krüge mache ich unterwegs voll. Und die Spritze, um laufen zu können. So machen wir das. Antibiotika lasse ich mal hier drin. Händler war da eh keiner. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal looten. Machen wir hier zu. Ist ja sicher genug. Habe ich meine Taschenlampe mit? Habe ich nicht. Aber ich glaube, ich brauche den auch nicht. Das passt. Dann schauen wir uns mal die anderen Gebäude an. Autos hier habe ich noch nicht gelootet gehabt. Stimmt, verdammt. 2 Federn. Mal so ein Safe-Knacker, ist immer gut. Und wir haben es hell, endlich. Problem ist nur, dass ich keine Munition habe. Das ist halt ein bisschen Shit. Aber vielleicht kriege ich jetzt hier vorne ein bisschen 7er. Das wäre natürlich absolut genial. Oh, ein Pickaxe. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Mach ich mal so. Vorne ist noch ein Gebäude. Da fange ich mal an. Oh. Perfekt. Du nicht, mein Freund. Dich meinte ich damit nicht. Wow, mit einem Schlag. Das kann man machen. Da habe ich nichts dagegen. Schauen wir uns mal, was ist ein Kindergarten oder sowas, ne? Ja. Da sind meistens, in den Kindergärten sind meistens die besten Waffen drin. Und beste Munition. Das war ironisch gemeint, natürlich. Noch ein Picke. Okay. Der war aggressiv. Okay, die Kindergärtnerin ist, glaube ich, nicht so arg zufrieden, dass ich hier bin.
Wie ist denn der da rausgekommen? Willst du mich verarschen? Alter, wie kann denn der Zombie hier springen? Halt mal die Klappe da hinten. Bücherregal mit 17 Papier. Super. Das ist natürlich perfekt. Okay, was haben wir? Gut, die sind außerhalb. Kochtopf. Ich glaube, an Kochtöpfe fehlt es mir nicht. Noch ein Wrench. Okay, ich gucke raus. Mal unten anscheinend geht er noch höher. Aber hier ist noch irgendjemand. Der ist unzufrieden. Oh shit. Oh Mann. Warum kannst du nicht einfach hinstellen? Der hat auf ihn nicht geschossen. Warum haltet der so viel aus? Das war wieder knapp. Das war wieder so knapp. Okay, der ist besser. Gut, hier ist nichts mehr. Da geht es höchstwahrscheinlich auch nur nach draußen. Nein, hier ist noch ein Raum. Der Kindergarten. Der sieht komisch aus. Sieht irgendwie pink aus. Der muss sofort weg. Okay, da waren wir schon. Was gibt's hier in dem Automat drin? Kaffee, Yucca-Saft. Gut. Freut mich mal ein anständiger Schläger hier. Thank you.
Okay, von oben. Fallen Sie durch. So eine Brille. Noch eine Brille. Was hat das zu bedeuten mit den Brillen? Hat, glaube ich, irgendwas zu bedeuten. Oh, Farbe. Oh, hier gibt's viele Bücher. Oh, richtig gute Bücher. Oh. Perfekt, würde ich sagen. Ein perfekter Raum. Super. Automatik drittens. Das lasse ich mir gefallen. Mal ein bisschen Holz. Holz sage ich schon. Ein bisschen Stoff mit, um Verbände herzustellen. Verdammt, wie kann der mich aus dieser Entfernung treffen? Noch ein Buch. Hm, das war die eine andere Seite. Habe ich vorhin dort reinschauen können. Termine. Okay, Turret hat's gebracht, definitiv. Brave Turret, ganz brav. Hast du gut gemacht. Heilen. Ich muss mich dringend heilen. Am besten essen, ne? Halt wohl doch am besten jetzt keine Tabletten.
Auf jeden Fall gibt es hier einen guten Loot. Ah, endlich. Okay, den muss man aufschlagen. Jetzt habe ich wenigstens einen Pickaxe. Oder zwei. Okay, Speer ist schon mal sehr gut. Da kann ich den jetzt zerlegen. Noch ein Speer und Munition. Okay. Da würde ich sagen, schlagen wir mal diesen Freund hier auf. Da ist ja meistens das beste Zeug drin. Aber ich sehe gerade, wir haben schon 45 Minuten vorbei. Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge auf. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo oder Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Und über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber zocken. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.